Willkommen zu Let's PS Vita. Also spielen hier auf der PS Vita Minecraft. Und hier können wir was screeven, scrollen und so. Ja. Und ja. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich werde euch töten. Hört ihr? Töten. Okay, was war denn das jetzt gerade? Kameraprobleme. Das haben wir jetzt. So. Was haben wir denn? Spiele Masse Hero, nein, weil wir alle Boot Story, Jojo, mein Verschleben, der Hand, neue Welt, neue Welt, Story, neue Welt. Wir gehen heute in eine Welt. Und dann Tutorial, wir machen heute das Tutorial kaputt. Wenn ihr mehr explodieren wollt, oder kaputt machen wollt, wenn ihr mehr, dass ich was kaputt mache in meinen Welten, oder dass ich was bauen soll, sagt es in die Kommentare. Und ja, lasst eine Bewertung da. Dann noch, ja, los geht's. Offline weiterspielen. Schwierigkeit sagen wir mal leicht, ich sage mal normal. Kreativ, heute mache ich viel kaputt. Ich werde die ganze Welt in die Luft jagen mit einer Nuke oder so. Ich brauche eine ganz... TNT, das, Lore mit TNT, ein Klassiker. Das dann auch. Ja, damit kann man viel kaputt machen. Ein Feuerzeug. Oh, Redstone habe ich vergessen. Ja, wir werden viel kaputt machen. Geht's auch um Redstone-Block? Weiß ich noch nicht. Ja, es geht. Ui! Ich bin ein Zauberer, der fliegen kann. Au! Wuhu! Ich glaube, ich hinter meinen Skin. Bruchlandung! Puh. Au! Ich glaube, ich hinter meinen Skin. Wartet. Gut, ich bin mutiert. So eine Spinne. Wuhu, was geht ab? Den wollte ich nicht drauf rein. Oder doch? Guck mal, was geht's gut. Wuhu, was geht ab? Feuerwerk! Woran kommt das Feuerwerk? Wisst ihr was? Sorry, Ferdinand. Sorry, Pedale.
Da soll ich so ein Petrat oder Peterle. Das nenne ich einfach nur Ferdinand. Du siehst nicht aus wie ein Peter und nicht aus wie ein Petrat. Ich nenne dich Ferdinand. Ja, du wirst sehr oft in die Luft gesprengt. Und darüber kommst du nicht. Geh weg. So. Zack. Du kommst vielleicht dann nimmer raus. Ich glaube, das war mein Genick. Ich hoffe, ihr hört mich. Nee. Ihr könnt mich alle mal da in Minecraft. Da bin ich der King. Hey, Villager. Was sind deine Eltern waren Verwandte? Deine Mutter war eine Nonne, die von einem Geisteskranken gevögelt wurde. Und ja, du wirst mit in die Luft gehen. Zack. Zack, du bist frei, weißt du. Du kannst alles machen, was du willst. Dich aber nicht. Du bist erwachsen. Das gefällt mir nicht. Du wirst auch in die Luft gejagt. Sagt mal, habe ich übertrieben? Nein, ich würde das ganze Dorf in die Luft jagen. Wenn es gefällt, dann mache ich es noch einmal in einem anderen Tutorial. Wo gibt es keine Hintergrundmusik? Egal. Da mache ich noch so in den Nether und in das End. Weißt ihr? Die Stars, ja, die Stars. Vielleicht habe ich doch ein bisschen übertrieben. Der schöne Verzauberungstisch. Das wird alles abstürzen, wenn ich fertig bin. Ich glaube, ich mache einen Cut, bis alles fertig ist. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, ich wollte euch noch den Rest zeigen. Also ja. Ich habe den Rest des Dorfes TNT verteilt. Jetzt ist das Schloss dran. Jetzt ist die Frage, wie ich hier rauskomme. Ey, du da. Geh weg noch. Dann noch. Ich zeig euch mal das ganze Dynamit. Tada! Das Schloss ist auf der. Dann werde ich mit explodieren. Das wollt ihr doch, dass ich mit in die Luft gesprengt werde. Das mache ich dann alles in die Überleben. Wegen Dr. Black hier. Gebt ihn raus oder ihr werdet die Konsequenzen spüren. Wir tragen gern die Konsequenzen. Schön draußen bleiben. Wie gut, dass Sie zu gierig sind, um zusammenzuarbeiten. Aus Stalagmit 17 auszubrechen ist so gut wie unmöglich, aber hineinzugelangen ist nicht völlig ausgeschlossen. Seien Sie unbesorgt. Es gibt nichts, mit dem wir uns herausfordern könnten. Niemand wird prompt uns eine tapfere Schar von Helden je überwinden. Wir haben die Dinge hier im Griff, Eli. Geh wieder zurück auf deinen Posten. Gut. Ruf mich, wenn du mich brauchst. Lass mich raten. Einige meiner Mitarbeiter warten draußen. Und freuen sich darauf, mich zu befreien. Sie verschwenden Ihre Zeit. Übertriebene Treue. Gewöhnlich läufst du ja leider von meinem Guts davon, wenn wir uns sehen. Heute wäre die Gelegenheit zu plaudern. Von Angesicht zu Angesicht. Nein, danke. Na, komm schon. Du willst mir doch nicht weismachen, dass du keine Fragen an mich hast. Jetzt, da Sie es erwähnen? Ja. Sie können alles haben, was Sie wollen. Warum sind Sie böse?
benutzen ihre Macht nicht für Gutes. Nicht jeder kann wie du ein Held sein, Eli. Nun, wenn du die Antwort auf diese Frage wissen willst, verstehen willst... Wir fahren aus dem Hintergrund raus. Aus. Naja, nicht das ganze Schloss, aber ein bisschen. Okay, wo ist der Ausgang? So, ich weiß auch, wie wir es anzünden. Ach du Kacke, hab ich so viel zu tun mit dir. Das geht doch ins Außen, ich will das Außen zerstören. Naja, den Rest kann ich ja abfackeln. Und nun, es beginnt! Ich brauche noch Schienen. Damit schiebe ich die TNT-Lore, dass das Dynamit anzündet. Seid ihr bereit und go! Go! Sag mal, go! Anscheinend will das nicht klappen, so wie ich es will. So mache ich es so. Mit solchen. Nein, Leute, dann wird es gleich angezündet. Jetzt muss ich so verleiten. Und go! Ach, sag, okay, dann mache ich es eben so. Na, hopp, los, explodiere. Ach, dann eben nicht. Weißt du was? Ich hau ab. Wuhu, Redstone! Geile Sache. Dynamit. Das arme Pferd. Ferdinand! Sie haben Ferdinand getötet. Den Steg wollte ich nicht sprengen. Der war wunderschön. Nee. Komm, wenn schon alles hier explodiert. Der Zaubertisch. Tschau. Ach, jetzt muss ich auch noch so einen wunderschönen Steg sprengen. Ach du! Redstone-Blöcke. Ach Mist. Okay, wisst ihr was? Kabumski! Sagt Bye-Bye zu eurem Zuhause. Dann guckt euch das an! Mist, das ist ja dann nicht angezündet. Da muss ich nachhelfen. Da auch. So, jetzt ist alles wirklich gesprengt. Das ist ja der Teil, oder? Und ja. Ich denke, dass ich so eine kleine Bewertung da lässt. Und ja. Dann sage ich ihm. Tschö mit Ö. Okay, jetzt tschö mit Ö.